Ja, hallo meine Freunde, heute habe ich mal wieder eine kleine Sendung bekommen. Das sollte für mein Zubehör für meine Solaranlage sein. Hoffe ich jedenfalls. Machen wir mal vorsichtig auf hier. Schauen wir mal, was wir uns hier zu bieten haben. Ja. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da kommt noch was. So. Und zwar ist das eine Halterung für ein Solarmodul. Also eine Aufständerung aus Aluminium. Mit Langlöchern. Das sieht schon ganz gut aus. Dem Dreck. Eine Stütze, noch eine Stütze, eins, zwei, drei, viermal Alu sind ungefähr, lass mich lügen, ich glaube irgendwas um 71 cm lang. Und ich habe doch einen Zollstock da, habe ich doch einen. Messen wir das doch mal eben aus, dann wissen wir es genau. Zack, zack. Legen wir den kleinen mal hier rein. 71,2 oder so. Ja, wie man sieht, schön mit Langlöchern und mit etlichen 8er, 10er Bohrungen, möchte ich bald sagen. Oh ja, achso, ja, genau, hier geht es so weiter. Da ist ein Beutel mit den Schnellverschlussschrauben und Muttern. Ich gebe die mal einfach aus hier. Mit schönen Rändelschrauben. Das ist M8, das sehe ich schon. Dementsprechend auch Muttern mit Kronen. Sechskantmutter mit, keine Ahnung, mit Sicherungs, keine Ahnung, wie das heißt, kann ich euch jetzt echt nicht sagen. Brauchen also keinen Federring oder was drunter. Auf jeden Fall Edelstahl. Das werde ich jetzt auch checken. Ich hole jetzt mal eben ein Magnet. So, hier habe ich einen sehr starken Magneten. Den nutzen die Schrottis. Wenn sie halt ihre Metalle ankaufen, ihr seht schon, hier zieht er relativ gut an. Also da möchte ich bald sagen, dass das normaler verzinkter Stahl ist. Aber jetzt lassen wir es mal hier anziehen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, er zieht erst die Schraube an. Die sind ganz leicht, also das ist auf jeden Fall VA. Aber da gibt es ja V2A, V4A, 2A steht drauf. Also bei 4A zieht er schwächer an als bei den 2A. Und die Muttern ebenfalls, sie gehen gerade eben hier, bleiben sie hängen. Also das ist schon mal VA. Da kann man, das steht drauf, auch 2A. Gut. Die sind halt leider direkt Stahl. Das sieht man auch schon bald an der Färbung. Die sind verzinkt. Buff. Fertig aus. Hier habe ich noch eine für uns Camper hier eine reine VA. Da komme ich gar nicht dran, um die hochzuziehen. Ich versuche es mal. Ganz leicht am Kopf. Hier an der Seite wird er, glaube ich, gar nicht halten. Da. Also da saugt da nichts an. Das sind richtig gute Edelstahlschrauben. Als Vergleich habe ich hier mal ein 10-13er Maulschlüssel. Klick, habt ihr gesehen? Also das Magnet hat richtig Power. Und klack. Alu, ganz klar, Alu ist nicht magnetisch, so wie Kupfer auch. Und VA kommt es immer auf die Zusammensetzung an. So, gut, genug gelabert. Weiter geht's. Ich will das Ding mal eben zusammenbauen. Das heißt, einmal links, einmal rechts. Ja, wie machen wir das? Machen wir das so? Ich muss ja auch, ich glaube so.
Zack, okay, ich kann das auch hier machen. Aber jetzt die Frage, seht ihr das? Seht ihr das, wenn ich das da hinten mache? Oder muss ich das mal hier machen? Hier ist das, glaube ich, besser. So, gut, das setzen wir hier mal zusammen. Das heißt, ich nehme hier einmal die VA-Inbus, setze sie durch und von innen kommt dann die Mutter drauf. Ich ziehe das jetzt alles nochmal eben an fest. Also es ist rucki zucki zusammengebaut. Der Vorteil ist eben bei diesen langen Löchern. So, jetzt setze ich, dann setze ich mal so dazwischen. Also wenn ich das jetzt so dazwischen setze, kann ich auch gleichzeitig den Winkel verstellen. Je weiter ich nach vorne gehe, desto steiler wird es und nach hinten flacher. Ich glaube, das war von irgendwas von 30 Grad bis 30 Grad bis 45 oder so hatten sie, glaube ich, in den Sachen oben. Das eben natürlich leichter und schneller zu verbinden. Kommen hier an den Enden die Rändelschrauben dran und die Mutter dahinter. Zack. Und das gleiche Spiel machen wir hier unten auch. Ich gehe jetzt einfach mal so ziemlich hier hinten hin, so Rändelschraube durch. Ja, Mutter her. Also es sieht schon ganz gut stabil aus. Ja. Sollte man natürlich dann ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel, mit dem 13er Schlüssel festhalten, anziehen, obwohl das ist okay. Das ist auch okay. Ich mache das mal runter, dass ihr ein bisschen was seht. Sind relativ lang, die Schrauben, aber das stört keinen. Warum? So kommt das jetzt, sage ich mal, aufs Dach oder aufs Kantholz oder aufs Brett oder wo ihr es halt draufsetzen wollt, habt ihr hier also mehrere Möglichkeiten mit den Langlöchern am Boden, am Dach, wie auch immer zu befestigen. Und hier auf diese Schräge kann man wunderbar dann das Solarmodul draufpacken und da werden zwei Bohrungen, gehe ich mal von aus, einigermaßen passen. Und ja, eben halt auf jeder Seite befestigen. Wie gesagt, einmal für links und dann das gleiche Teil noch einmal für die rechte Seite. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt wisst, was ich hier meine und wie es aussieht. Die Längen sind alle gleich, 71 cm wurde, 71 cm nach oben. Das hatte ich noch gar nicht ausgemessen, das sieht, weiß ich, 30, 40 cm, mal schauen. 37,5 cm ist diese Strebe. Ja, und die kann man halt wunderbar hier mit den Rändelschrauben lösen und dementsprechend den Winkel verstellen. Ich denke, das ist eine simple, solide Sache. War nicht teuer. Wenn ich mir das Material so durchrechne, das sind 1,5, das sind 3 Meter. Das sind rund 4 Meter Aluwinkel in 30 x 30. Und dann schon gelocht, gehen wir davon aus, jo, 30 mal 30 und das hat eine Stärke von 2 mm, sorry, 30er Winkel, 2 mm Stärke, Löcher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8er Bohrung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Langbohrungen. Also sehr flexibel einzusetzen. Simpel, einfach, schnell aufzubauen. Ich sage, das kommt auf die linke Seite und das gleiche Spiel, nur eben verdreht auf die rechte Seite. Ja? Könnt ihr stellen, wie ihr wollt. Und mir gefällt es. Dafür, für das Geld kann man, glaube ich, das Material nicht anschaffen, inklusive Schrauben. Die kosten schon ein paar Euros.
VA sowieso, kennen wir ja alles. Da bist du ja bei so einer Mutter, denke ich mal, bei 60, 70, 80 Cent, wenn du Pech hast. Alles gut. Habe ich richtig gemacht. Günstig geschnappt. Ich wünsche euch was. Macht es so wie ich. Oder wenn ihr Langeweile habt, schneidet euch das Zeug selbst zusammen. Bohrt es wie verrückt. Das hatte ich auch vor. Ich habe also noch 20 Meter. Hallo, hier 10 Schienen a 2 Meter in 30 mal 30 mal 2. Ja, hätte ich mir sparen können, aber es wird ja nicht schlecht. Okay, ich wünsche euch was. Norbert vom Kanal, da wo immer die Sonne scheint. Ihr seht es, wir haben irgendwas so 19 Uhr ein paar kaputte. Sie leuchtet immer noch. Da oben geht gerade mein Flieger Richtung Helsinki. Keine Ahnung, will ich heute nicht hin. Da, wo immer die Sonne scheint. Alles Gute vom Kanal Norbert. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.